Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, das die Einstellungen nicht speichert. So. Es wird gewimmelt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es recht sexy gewimmelt, aber nicht. Also alles noch sehr jugendfrei. Wir spielen Dark Angels, Maskerade der Schatten. Jo. Oh, hallo. Die guckt ja sogar. Ein Wimmelspiel, ganz klassisch, weil, wie üblich auf diesem Slot im Kommentar, im Kanal. Alter Schwede, ich bin schon ziemlich durch. Also, auf diesem Slot im Kanal gibt es immer solche kurzen Spiele. Wir hatten ja jetzt The Room, wir hatten jetzt Assemble with Care. Ja, guck mal. Und solche Sachen. Und jetzt gibt es mal wieder ein Wimmelbildspiel. Wir fangen einfach mal an. Laut den Reviews ist es gut. Amateur EMA. Jawohl. Das ist sehr leise. Ich war eine ganz normale Frau. Ich bin eine Waise, ich kannte meinen Vater nicht. Meine Mutter starb, als ich noch ein kleines Mädchen war. Auch noch Jahre nach ihrem Tod habe ich meine Träume gesehen, wie sie getötet wurde. Endlich, auf Bitte eines Freundes suchte ich eine Psychologin auf. Und hier startet die Geschichte, die ich euch erzählen will. Ja. So, you have nightmares, hm? When did they start? Oh. Sag die Wahrheit. Oh, das ist neu. When I was a child, I had them almost every night. Ui. What happens in the dream? What are you afraid of? Wovor hast du Angst? Weiß ich doch nicht. Oh. Mommy! Run! Something approaches my mother. Something horrible. Verstimmt, schleift sich in meine Mutter ran. Was Unmenschliches. Try to visualize your dream. Why are you afraid? Wagt die Wahrheit. Something I know isn't human is killing my mother. I want you to record your thoughts and emotions in a journal. Here, take it. I hope we'll have something to talk about during our next session. Kannst du einen drauf lassen, du? Nimm das Buch, das mache ich. In the meantime, understand that you're still dealing with the death of your mother. That's normal. It traumatized you. But your mind has twisted your childhood memory of an ordinary burglar into a monster that refuses to allow you to rest. Jawohl, deine Fantasie macht aus einem normalen Einbrecher ein Monster. Das für den Augen, vielleicht habe ich irgendwelche Probleme bei mir. Aha. Miss, are you okay? You look tired. Yes, I look tired. Was können wir machen? Achso, mir geht's gut, danke. Mhm. Nein. Aha. Ich hasse Insekten, sondern die Art, die sie stechen, wie will ich diese Bienen los? Och, es ist doch ein Wimmelbild. So, ich guck mal ganz schnell, ob ich hier. Ich glaube, ich gebe euch ein bisschen mehr Salz. So, welche Bienen los ist, weiß ich nicht.
runter. Aha. Geht doch. Da. Ja. Ja, ich versuch's doch. Da reagiert aber nichts mehr. Zwei nehmen. Sagt man ja auch, ne? Nimm zwei. Jetzt ist aber schon gleich ein bisschen doof, ne? Ich. Warte. Da reagiert doch gar nichts mehr. Hallo? Hallo? Tipp. Ja. Ernsthaft? Hier habe ich doch. Da ist sie doch. Okay. So. Und schluck. Geht's mir besser? Is the music bothering you? Ich höre gar keine Musik. Okay. No, you can even turn it up if you want to. Ich hoffe, dass es kein Nebeneffekt der Pillen war. Wieso besser das als irgendwas? That'll be $15. Ja. Keep the change. Ach Gottchen, sie haben geklaut. Gut. Ich sollte meine E-Mails prüfen. Ich könnte eine wichtige Nachricht erhalten haben. Geburtstag. Ah ja. You have a new email. Aha. Kate, bitte bereiten Sie die Modekollektion für die Modenschau vor. Der Kurier wird Ihnen einen USB-Stick mit möglichen Entwürfen vorbeibringen und die fertige Kollektion mitnehmen. Nachdem Sie die Aufgabe beendet haben, können Sie Feierabend machen und nach Hause gehen. Okay. Ich muss die Bilder der Outfits ausdrucken, die zur Modekollektion gehören. Okay. Und? Wieso bleibt der hier? Aha. Der ist wieder zum Monster. War aber eigentlich klar. Auf Papier, aber hier ist nirgendwo welches. Das ist ein altmodisches Nähkit. Das öffnet sich, wenn ich die richtige Figur in den Deckel setze. Ja, die habe ich auch so. Also diese Nähkits, die kennen wir ja, die haben wir auch zu Hause, ne? Aha, gut. Ich weiß. Die Verpackung ist zu dick, um sie mit den Händen. Es ist tatsächlich wieder. Was haben wir da? Schaufensterpuppenarm und ein Magnet, ist das so? Und da oben? Ne, wir können nur da unten. Ah ja, die Steckdosenleiste ersetzen. Eine ganze Menge zu tun.
So. Also ich spiele das natürlich, ich liebe, wie Gronkh Wimmelbildspiele spielt, ja, aber ich kann's nicht so, weil, ja, es ist ein Wimmelbildspiel. Ich kann mich darüber nicht aufregen. Ich weiß, und wer ist das? Gehen wir mal rein. Es ist zu glatt, ich kann hier nicht gehen. Tatsächlich, es ist nicht wahr, oder? Nein. Gut, ich kann hier im Moment nichts tun. Gehen wir mal da rein. Na super. Vielleicht soll ich aufhören, diese Pillen zu nehmen. Sie lassen nicht halluzinieren. Sicher? Wenn ich mich nicht irre, fehlt das Abendkleid. Doch ohne die Skizzen kann ich nicht genau sagen, welches Kleid das ist. Nein. Inventar, Skizzen haben wir nicht. Und die Puppe ist vollständig. Okay, gut. Zugangskarte, mhm. Oh. Es sind Wimmelbildspiele. Ja, es ist in Ordnung. Ah. Ups. Spring weg. Genau, das war richtig. Stoff. Können wir sonst noch wohin? Mhm. Das wird ja auf jeden Fall funktionieren, ne? Hm. So. Schon klar. Hier scheint sonst nichts zu sein. Ach so, warte mal. Mhm. Ja. Gut, und hier der Rock. Das ist ja noch wimmelbildiger. Ja. Ich hab das Malbrett. Was haben wir da? Skizzen. Da. Mm. Es geht voran. Das gute alte Point-and-Click. Ich mag's. Ah, ich könnte hier eine Spule mit Garn. Habe ich aber nicht. Aber ich habe eine Büroklammer. Papier. Gut, also. Wir fangen an. Das ist ja, das waren ja gleich zwei Sachen, die ich brauche. So, dann. Gut, dann. Was haben wir jetzt noch? Die Schere. Das ist der USB-Stick.
Okay. Ich habe eine Idee. Sag mal. Das geht nicht. Ah, warte mal, vielleicht geht das ja. Hallo? Sein können. Ich habe dann eine andere Idee. Und zwar jetzt funktioniert es auch. Die Idee war ja nicht schlecht. Achso, es ist schon. Ja. Ach, das ist das Emblem. Now I know it. Ja, geht ja noch nicht. Nix. Alles in Ordnung. Nee, ich will zurück. Nochmal zurück. Dann schauen wir doch mal hier. Zugangskarte. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir die gebraucht haben. Da. Wunderschön. Ah, das erste Wimmelbild. So, machen wir möglichst keine Fehler. Aha. Aha. Okay. Oh. Da ist etwas in dem Ballon, ja. Ja, okay. Also ein etwas schwierigeres Wimmelsegment. Ja. Ich will da nicht rausgehen. Was haben wir denn noch? Was ist das denn? Ach, wir müssen den Ball aufpumpen. Dann haben wir den Ball. So. Was könnten wir mit dem Ball machen? Ach so, so, jawohl. Und dann, jetzt verstehe ich das auch. Zack. Damit machen wir, jetzt verstehe ich es. So schwierig ist es nicht. Rose. Rose, gelbe Blume. Lila Blume. Mhm. Hab ich doch. Ach so, ja. Rose, gelbe Blume, lila Blume. Haha. Hochbegabt. Ich bin hochbegabt. Was ist das? Eine Fernsteuerung. Aha. Nein, das nicht. Was könnte ich denn sonst noch fernsteuern? Ah. Was ist da? Mhm. Aha, gut, okay, danke schön. Verstanden. Adlerauge, auch das? Wow. Die Errungenschaft.